a pal and a confidant. And if you threw a party, invited everyone you knew, you would see the biggest gift would be for me. And the card attached would say, thank you for being a friend. 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 Der Umsatz ist das letzte, den ganzen Tag plus drei Tische, nicht mehr als $7 Trinkgeld waren's. Eigentlich brauche ich mehr Geld, vielleicht ziehe ich mir einen kurzen Rock an. Vielleicht solltest du nur damit drohen. Für welchen Unsinn willst du denn mehr Geld haben, Sophia? Für Zähne. Entschuldige. Deine Zähne sind doch prima. Die habe ich mir geliehen. Was ist denn mit deinen passiert? Vielleicht weißt du nicht, dass viele ausländische Biere keine Schraubverschlüsse haben. Hey, Chewy, liegen hier vielleicht ein paar leere Dosen rum? Ja, da in der Recyclingkiste. Warum? Weil ich bis Freitag $50 brauche. Meine Klasse geht am Samstag ins Disneyland und das kostet $25. Ach so. Wieso brauchst du dann 50? Deswegen. Weswegen deswegen? Deswegen. Huhu, jemand unter uns hat eine kleine Freundin. Hey, hör jetzt auf, okay? Sie ist nur ein Kumpel, der zufällig ein Mädchen ist. Huhu, jemand unter uns hat eine kleine Freundin. Hey, Schluss damit, habe ich gesagt. Was ist denn hier los? Gar nicht. Oliver hat sich entschlossen, etwas Geld für eine sehr lobenswerte Sache zu sammeln. Seine neue Freundin. Schon gut. Na, mein Kleiner, hacken alle wieder auf dir rum und machen Huhu-Töne. Ja. Dann hast du bestimmt nichts dagegen, wenn ich's auch tue. Hey, hört endlich auf damit. Wir reden später darüber von Mann zu Mann. Na schön, Roland, schon später. Gut. Sophia, helfen Sie mir, nach Dosen zu suchen? Klar, mein Leben hat ohnehin keinen Sinn mehr. Sie brauchen gar nicht so höhnisch zu sein. Das war nicht meine Absicht. Oh Gott, das war wirklich nicht meine Absicht. Ich bin deprimiert, wie soll das bloß weitergehen? Ich teile mein Geld mit Ihnen. Schon besser. Ich brauche schnell $5, Chewy. Na gut. Okay, hier. Danke. Worum geht's denn? Ach, um diese Frau, der ich das Essen serviert habe. Sie hat kein Geld bei sich, um die Rechnung zu bezahlen. Los. Ich sagte dir, dass du nicht jedem Zechpreller, der hier reinkommt, helfen kannst. Sie ist kein Zechpreller. Ihr Name ist Vivian und sie ist wirklich entzückend. Sie hat zufällig ihr Portemonnaie vergessen. Das ist alles. Geld brauchst du deshalb aber nicht. Das ist unser Restaurant. Wenn du für jemand die Rechnung zahlen willst, unterschreibst du nur. Das ist mir auch bekannt. Ich bin nicht blöde. Dies ist mein Trinkgeld. Roland, ich bin hier, verstehen Sie, falls Sie mit Oliver über Verabredungen reden wollen. Ach ja, mir wird Zeit, dass ich mit ihm ein kleines Gespräch führe über... Naja, ihr wisst schon. Sex? Das ist nichts Unanständiges, das kann man ruhig sagen. Na mach schon, sag's. Sex! Na gut, es ist was Unanständiges, wenn Chewy es ausspricht. Aber trotzdem bleibt es dabei, dass Oliver größer wird und die Wahrheit wissen muss. Ich weiß, nur dass es so schnell passiert, hat mich überrascht. Ich meine, noch gestern sah ich ihn in seinem Zimmer, wie er aus der Knetmasse von Rose winzige Tierchen formt. Und jetzt erzähle ich ihm was von Sex. Könntest du wohl damit aufhören? Schon gut. Also, ich muss mit ihm sprechen, wenn ich nur wüsste, was ich ihm sagen soll. Meine Mutter sagte mir, Sex sei die Pflicht einer Frau. Das Wort gebrauchte sie, die Pflicht. Und ich vermute, ich war seitdem immer ein stolzer kleiner Soldat. Soldat? Sie sind ein Vier-Sterne-General, vor dem ich salutiere. Golden Palace? Nein, chinesisches Essen liefern wir nicht. Hier ist das Golden Palace Hotel, nicht das Golden Palace Restaurant.
Wieder ein Anruf für das neue chinesische Restaurant? Schön, dass wenigstens einer Geschäfte macht. $7 Trinkgeld am Tag und dann werden wir noch um die Zeche geprellt. Ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen. Wo sind wir denn? Das habe ich schon gemacht, als ich 70 war. Naja, wer diese Vivian auch ist, Rose scheint sie zu gefallen. Vermutlich, weil sie bereit ist, sich stundenlang diese Sankt-Olaf-Geschichten anzuhören. Golden Palace? Nein, bei uns gibt es keine chinesische Küche. Hier ist das Golden Palace Hotel. Gibt's wegen des chinesischen Restaurants viele Anrufe? Mindestens 20 täglich. Wirklich? 20 täglich? Kaching! Auf der Bühne standen zum Schluss als Einzige nur noch Inga und ich. Und der Bürgermeister von St. Olaf, Gunther Handelskill, nahm dann sein Megafon und verkündete, die diesjährige Miss Gouda-Käse ist Rose Lindström. Oh, Vivian, ich glaube, ich bin nie glücklicher gewesen, als die Kapelle Polka spielte und sie mir die duftende Krone aus Gouda aufsetzt. Das ist die wundervollste und aufregendste Geschichte, die ich in letzter Zeit gehört habe. Vivian, ich hätte da eine Bitte. Sie erinnern mich in so vieler Hinsicht an meine Mutter. Wir haben sowas sehr häufig getan, zusammen gegessen, ein wenig geplaudert und Geschichten erzählt. Ich hatte vergessen, wie ich diese Gespräche vermisse. Ja, wenn es dir gefällt, wieso nennst du mich nicht Mama? Das sagen sowieso die meisten zu mir. Mama? Na gut, ich werde sie von jetzt ab auch so nennen. Möchten Sie noch etwas Tee, Mama? Oh nein, danke, Charlene. Wer ist Charlene? Aber Dummchen, du natürlich. Nein, wirklich, Charlene. Ich habe im Moment für deine kleinen Späße kaum Zeit. Mama ist jetzt wirklich sehr müde. Vivian, Mama, haben Sie eine Telefonnummer, wo ich Ihren Mann anrufen kann? Charlene, Daddy ist im Krieg und kämpft in Deutschland gegen den Feind. Aber eins kann ich dir verraten. Mr. Hitler würde ich raten, wegzulaufen, falls er jemals deinem Vater begegnet, ehe der gefrühstückt hat. Mama wird jetzt ein kleines Nickerchen machen. Bringst du mich auf mein Zimmer, Charlene? Natürlich, Mama. Warten Sie bitte eine Sekunde. Hat die das Portemonnaie verloren? Aber nicht nur das. Wo ist Roland? Oh, er ist im Büro. Ich werde es später erklären. Gib mir den Schlüssel für ein leeres Zimmer. Was wollen Sie erklären? Du meine Güte, ich kenne Sie doch. Ich bin Roland Wilson und der Manager dieses Hotels. Mich können Sie nicht täuschen, Mr. Liberace. Wie bitte? Wir wollen ein Nickerchen machen. Ich spreche lieber mit Liberace. Entschuldigen Sie, Ma'am Rose. Das beunruhigt mich ein bisschen. Oh nein, das braucht es aber nicht. Sie sehen bestimmt nicht aus wie Liberace. Vielleicht außer, wenn Sie gehen. Rose, ich glaube, Ihre Freundin hat Probleme. Ja, mit ihr stimmt was nicht. Vielleicht hat man sie ausgesetzt, darüber habe ich gelesen. Die Menschen verlassen einfach die Alten, sowas passiert dauernd. Möglicherweise hat sie sich verirrt. Und Sie dürfen sich auf keinen Fall überschätzen, okay? Ich muss zum Steuerberater. Sie rufen die Polizei an. Falls der Frau irgendwas zustößt, sind wir ab jetzt alle verantwortlich. Na schön. In Ordnung. Mr. Liberace, werden Sie bald wieder in unserer Stadt auftreten und spielen? Nein, ich bin nicht Liberace. Oh, da ist ja wieder sein berühmter Gang. Den Schlüssel. Schätzchen, ich... Schätzchen, sie ist lediglich ein wenig durcheinander. Ein bisschen Schlaf und ihr wird's gut gehen. Jetzt wollen wir nach oben gehen. So ein armes Ding. Kannst du dir vorstellen, nur in einer Fantasiewelt zu leben? Ich bin Gott dankbar, dass ich noch bei Verstand bin. Golden Palace? Oh, ja, wir haben chinesisches Essen außer Haus. Also drei Portionen Mugu Gai Pen und zwei Wantan. Ihr Name? Okay, mein Name? Meinen Sie mich? So heiße ich, Mai Simi. Hey, hey,
Wie viel Geld hast du schon zusammen? Meinen Sie mich? Der Name ist schon besetzt. Also, wie viel? Etwa 30 Dollar habe ich. Willst du investieren und eine Menge Geld mehr machen? Einverstanden, ich hol mein Geld. Hey, du! Meinen Sie mich? Ich will das nicht wiederholen. Ich bin Maximi, du, hey, du. Ja, das ist sehr gut. Grachting! Ich hol mir noch eine Zeitung, bevor wir zum Strand gehen. Golden Palace? Oh ja, Mr. Gross. Einmal Mushu-Schwein und dreimal Frühlingsrolle. Das liefern wir Ihnen in weniger als 20 Minuten oder es dauert länger. Rose, langsam, warten Sie. Rose, eben wollte eine alte Frau in meinem Pool, der wie ein Konzertflügel aussieht, baden. Was meinen Sie, wer das war? Ich habe keine Ahnung. Rose, Vivian ist noch im Hotel. Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Charlene, hier ist dein Lieblingsspielzeug. Seifenblasen. Und ich fühle mich gekränkt, wenn Sie sowas überhaupt erwähnen. Weshalb haben Sie nicht die Polizei angerufen? Weil ich weiß, dass Sie sie in ein Heim bringen und ich glaube, das erträgt sie nicht. Rose, ich halte das für keine besonders gute Idee. Genau das sagte ich meiner Schwester, als sie meine Mutter ins Heim bringen wollte. Aber ich habe mich überzeugen lassen, das sei das Beste. Und das war's nicht. Man hat da gut gesorgt für sie, aber sie war voller Angst. Und in ein paar Wochen war der Schaden nicht mehr gut zu machen. Ich habe mir die letzten 6 Jahre gewünscht, dass ich das rückgängig machen könnte. Deshalb habe ich einen Entschluss gefasst. Solange wir nicht rausfinden, wo sie hingehört, wohnt Vivian hier. Rosie, können Sie nicht einfach hier bei uns im Hotel lassen? Ich sagte Ihnen doch, dass ich meine Gründe habe. Sie verstehen das nicht. Ich weiß, Sie halten es für richtig, was Sie tun, aber nein, wenn Sie auch... Nein, Roland, ich weiß wirklich, was ich mache. Rose, warten Hören Sie! Hören Sie, Roland, es ist sinnlos. Wenn sie so reagiert, kann man nicht mit ihr reden. Sie ist ausgesprochen dickköpfig. 7 Jahre hat sie sich mit dem Rubikwürfel gequält. 7 Jahre. Nur um ihn aus der Schachtel rauszubekommen. Jetzt mal ernsthaft, ich spreche mit ihr. Golden Palace? Sie möchten jetzt doch lieber 4 Frühlingsrollen? Mein Name, meinen Sie mich? Nein, erkältet bin ich nicht, ich habe das nicht angenommen. Wer kommt auf so einen irren Namen? Sophia! Sophia! Wir brauchen noch gerösteten Reis und die Glückskuchen werden knapp. Ja, gut, mach ich. Was ist denn hier los zum Teufel? Nur das normale Essen raus. Ihr liefert chinesisches Essen aus? Nein, das tun wir nicht. Wo nachher hinein da? Ah, Mo Shonlai. Na gut, ich hab damit angefangen. Wer ist das? Oh, das ist Dr. Fong, eine Freundin von mir. Sie ist doch eine der besten Akupunkteurinnen weit und breit. Sie macht fabelhafte Hummerkram. Mach den Schwanz ganz ab. Das könnt ihr doch nicht machen. Wir tun das nur für den Jungen. Er hat eine Verabredung und braucht das Geld. Wir helfen ihm nur dabei. Damit er mit ihr nach seiner Klassenfahrt ins Kino gehen kann oder sowas. So, wie viel habt ihr denn bis jetzt zusammen? $1,200. $1,200 für einen Kinobesuch? Mit Popcorn. Wir machen das so. Oliver bekommt für seine Verabredung ein bisschen mehr als sein Geld zurück. Bezahlt Dr. Fong für die Arbeit, zieht die Lebensmittel ab und gibt den Rest dem Besitzer des echten Golden Palace Restaurants. Wieso sollen wir dem was geben? Wir haben es verdient. Einem anderen das Geschäft wegnehmen ist unanständig. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Hund? Ich koche nicht Hund. Rose, Sie wissen, dass Vivian nicht hier bleiben kann. Roland, ich bin die ganze Nacht aufgeblieben und habe mit der Frau gesprochen. Und auch wenn ich nicht weiß, wer sie ist, kenne ich sie doch ein wenig. Und sie hält mich für ihre Tochter. Blanche, was denken Sie? $1,200 sind sehr viel Geld. Ich glaube, wir sollten immer chinesisches Essen anbieten. Ich meine Vivian. Was denken Sie über Vivian? Meinen Sie mich? Lasst mich aus der Sache raus!
Sie wollen also wissen, was ich davon halte? Vivian sollte augenblicklich zu ihrer richtigen Familie kommen. Nicht zu einer fiktiven. Sollte es eine Chance geben, sie zu finden, wäre sie sicher froh. Das sehe ich auch so. Ja, Rose, ich verstehe, das ist nicht leicht für Sie. Aber was ist, wenn man Sie da draußen vermisst? Mhm. Irgendwann werden Sie es aufgeben und nicht weitersuchen. Sie hat in einem Heim die Chance, gefunden zu werden. Ich hole die Polizei. Entschuldigt. Vivian trinkt Tee im Speiseraum. Ich möchte nicht mit ansehen, wenn man sie wegholt. Sie tun das einzig Richtige. Ich weiß. Mrs. Nyland, wir sind hier, um die alte Frau zu holen. Ihr Name ist Vivian. Ja, Ma'am. Wir haben ein paar Papiere zum Unterschreiben. Könnten wir das irgendwo machen? Ja, wir haben ein Büro dahin. Habe ich denn keine Möglichkeit, Sie hier zu behalten? Tut mir leid, Mrs. Nyland. Sie wird gut versorgt. Machen Sie sich keine Sorgen. Hier, bitte. Darf ich Ihnen noch ein bisschen Tee anbieten? Danke. Wo ist Charlene? Ich habe sie nicht gesehen seit heute Morgen. Sie hat sie wirklich von Herzen gern. Das dürfen Sie niemals vergessen. Sie will nur das tun, was das Beste für sie ist. Wir alle wollen das. Worum geht es, Consuela? Oh mein Gott, du bist doch nicht schwanger, oder? Ich bitte Sie, ich kann nicht mal einen Wind ablassen, ohne mir die Hüfte zu brechen. Naja, du musst dich einfach ausruhen, während ich dir inzwischen ein schönes Glas Saft hole. Möchtest du das gerne? Ja, aber keinen Apfelsaft. Ich möchte heute noch weggehen. Oh Gott, wüsste ich doch bloß einen Ausweg. Komm, Vivian. Wir machen einen schönen Ausflug. Wie? Nein, Sie haben die falsche alte Lady. Ich bin Consuela, ich meine Sophia. Ich bin Sophia Petrillo und ganz normal. Komm, testet mich, testet mich. Ja gut, jetzt gehen wir, kommen Sie. Halt mal, ihr habt die falsche erwischt. Ihr habt die falsche erwischt. Hilfe, Hilfe. Ich will hier nicht weggehen, lasst mich los, Hilfe. Nicht hinhören, Rose, glauben Sie, es war richtig. Nur nicht. Hey, willst du dem Kleinen von der Vermehrung der Blumen und Bienen erzählen? Machst du Witze? Ich habe 3 Psychologiebücher gelesen, 4 Biologiebücher und Shelley Winters Autobiografie. Mhm. Und ich muss sagen, ekelhaft. Hey, Mann, du kannst Kinder doch nicht mit Büchern aufklären. Und besonders nicht die, die vom Fernseher groß geworden sind. Du brauchst was Anschauliches. Und deswegen habe ich die hier besorgt. Kasper Puppe. Ich werde Oliver doch nicht über Sex mit den Puppen aufklären. Ich habe ein kleines Puppenspiel dazu geschrieben. Willst du es nicht hören? Ich wusste, dass mein Faible für Puppenspiele mich mal in Schwierigkeiten bringt. Los! Gut, ich fang gleich an. Es wird dir gefallen. Also, es hat den Titel eines langen Tages Reise in die Pubertät von Chuy Castillos. La 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 la. Hallo! Verzeihung, Lady, Sie haben was fallen lassen, meinen Unterkiefer. wie heißen Sie? Ich bin Susi Flittchen. Susi Flittchen, ich hab von dir gehört. Es gibt eine Menge Sachen, die ich nicht mit dir treiben sollte. Ach ja, was denn zum Beispiel? Und dann kommen rein technische Dinge. Na und? Was sagst du? Falls Sie in diesem Jahr nur ein Puppenspiel sehen sollten, stürmen Sie in eines langen Tagesreise in die Pubertät. Hey, danke, 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 danke. Achtung, da kommt er. Leg das weg. Ich ja, sofort mache ich. Wiedersehen. Zieh rein. Bis nachher, Chuy. Also, du wolltest was von mir? Hm? Ja, Oliver, setz dich. Oliver, du wirst jetzt bald erwachsen. Und wenn du älter wirst, dann... Naja, sobald der Schmetterling zu einer kleinen Motte wird, wenden sich die Fantasien eines jungen Menschen vorübergehend den Pollen zu. Und es war 1953, als Shelley Winters auf Marlon Brando in die Faust im Nacken traf. Und dann... Falls du mir was über Sex erzählen willst, vergiss es, weil wir das in der Schule im nächsten Jahr durchnehmen. Oh, na prima, wenn du da was über Sex lernen willst, okay.
Aber falls du da irgendwas nicht verstehst, völlig egal was, komm zu mir. Naja, eine Frage habe ich schon. Oh Gott. Ist es normal, wenn man sich gar nicht dafür interessiert? Ich meine, wie Amy, die ich zu Disney World mitnehme. Ich mag sie nur als Freundin. Ist das normal? Ja, das ist normal. Vollkommen normal. Du hast es überhaupt nicht eilig, erwachsen zu werden. Ein Kind ist mal nur kurze Zeit. Genieß es. Danke, das werde ich. Schon gut. Alles klar. Hat Chewie sein Puppenspiel ohne mich aufgeführt? Wer hat Susi Flittchen gespielt? Ich dachte, Sie wollten Vivian abholen. Das hat man auch vor ungefähr einer Stunde. Nein, sie ist doch da draußen. Oh, da ist ja Charlene. Oh, nein. Sie ist zurückgekommen, Roland. Sie muss entwischt sein. Das ist ein Zeichen. Nein, dann hätte die Polizei angerufen. Es muss was anderes passiert sein. Egal, was passiert. Es darf nicht wieder passieren. Von jetzt an lebt Vivian hier bei uns. Und zwar endgültig. Wo ist Sophia? Denkt ihr etwa, sie haben Sophia abgeholt? Schnell, das müssen wir in Erfahrung bringen. Ach, weshalb so eilig? Ich bin wieder bei euch. Na, was sagst du? Mama. Oh, Charlene. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Oh, Charlene hat im Heim nach ihr gesucht. Über eine Stunde habe ich die Leute überreden müssen, damit sie uns hierher bringen. Mrs. Petrillo, ich entschuldige mich nochmals. Ich entschuldige mich, dass ich darauf bestand, mich so oft zu filzen. Und wir sind auch noch nicht quitt. Sophia hat mir von Ihnen erzählt. Sie haben vermutlich Mamas Leben gerettet. Ich war vor Sorgen krank. Ich habe ganz Miami nach ihr abgesucht. Danke. Oh nein, bitte. Ich hab's gern getan. Ihre Mutter ist eine prachtvolle Frau. Sie müssen uns versprechen, uns mal zu besuchen. Machen wir. Oh, Mr. Liberace. Meine Tochter hat noch nie gehört, wie Sie spielen und ich frage mich... Hören Sie, Ma'am, wirklich, ich kann's nicht. Kommen Sie, lieber Ratsche, tun Sie's doch. Was soll's denn? Ist er nicht wahr?